Eine Frage noch, kurz organisatorischer Natur. Sollen wir uns jetzt schon verabschieden oder bleibt nachher noch Zeit zum Verabschieden? Bleibt noch Zeit. Okay, gut. Der letzte Lightning Talk widmet sich dem angesprochenen Sicherheitspaket, genauer gesagt dem Überwachungspaket, und ich übergebe jetzt an Werner Reiter. Ja, Werner Reiter, ich war kürzlich schon mal da mit dem Alex und habe euch das Überwachungspaket der Bundesregierung vorgestellt. Mittlerweile ist die Kampagnenseite live. Wir haben ein wunderschönes Telefonfeature. Ihr könnt eure Politikerinnen und Politiker telefonisch erreichen und ihnen sagen, dass ihr flächendeckende, lückenlose Überwachung nicht so toll findet, überzeugt sie, gegen dieses Überwachungspaket zu stimmen. Es gibt ganz, ganz viele Drucksorten. Nehmt die bitte mit. Wir können jederzeit nachbestellen. Bitte verteilt die Botschaft. Die Botschaft wird auch verteilt bei Stammtischen in ganz Österreich. Wir haben diese Woche damit gestartet. Morgen gibt es schon Krems, nächsten Dienstag Vorarlberg-Feldkirch, nächsten Mittwoch Innsbruck. Alle weiteren Termine findet ihr auf unserer Webseite www.epicenterworks/Stammtische. So, bei den Stammtischen ist ein Thema aufgekommen: Anrufen macht gemeinsam viel mehr Spaß. Findet euch zusammen. Ruft gemeinsam Politikerinnen und Politiker an, macht das nicht in der Nacht, sondern untertags. Es wird sich irgendwann mal ein schöner Nachmittag oder eine Mittagspause finden. Es gibt auch Leute hier im MetaLab, die das gerne organisieren würden. Trefft euch nachher vielleicht in der Bibliothek, macht euch Termine aus und redet über Überwachung. Wir müssen dieses Paket ganz, ganz dringend stoppen. Das ist viel Arbeit. Deswegen gibt es bei uns auf etliche Jobs ausgeschrieben auf unserer Seite, geht auf unserer Seite, bei Über uns gibt es dann Jobs und Ehrenämter, da gibt es ganz, ganz viel Interessantes zu tun. Wir brauchen Unterstützung, wir sind gut unterwegs, aber wir brauchen noch viel mehr. So, und jetzt habe ich euch was mitgebracht. Wie ihr alle wisst, gibt es einen einzigen Grund, warum es dieses Überwachungspaket gibt, und zwar menschlicher Code. Der wurde gefunden vor der Haustür von Innenminister Sobotka und ist der Grund, warum es jetzt flächendeckende Videoüberwachung geben muss. Wir würden diesen menschlichen Code gerne heute noch in die Lichtenfelsgasse Nummer 7 bringen. Das ist nämlich der Hauptsitz der ÖVP. Dort gibt es auch Überwachungskameras. Wir haben heute im DVR nachgesehen. Angemeldet sind sie nicht. Das kann zwei Dinge bedeuten. Erstens, sie zeichnen nicht auf, oder zweitens, sie werden illegal betrieben. Das wollen wir herausfinden. Wir würden euch bitten, kommt mit. Wir haben dann auch feine Schildchen mitgebracht. Und zwar, ich bin eine abstrakte Gefährderin. Wie ich dazu geworden bin, weiß ich nicht, aber vielleicht können wir diese Schilder dann in die Kamera halten und vielleicht können wir auch eine Aufzeichnung dieses kleinen Happenings dann von der ÖVP anfordern. Es ist nämlich durchaus im gesetzlichen Rahmen, dass man Videodaten herausgeben muss, wenn man das fordert und wenn die aufgezeichnet werden. So, das war's schon. Dankeschön. Wir treffen uns. Also, wie gesagt, wer Lust und Laune hat, ich würde sagen, in einer Viertelstunde marschieren wir los. Es gibt Schildchen, es gibt hier auch, wir sind ja eine Datenschutzorganisation, Einverständniserklärung, dass ihr auf Fotos zu sehen sein werdet und dass diese Fotos auch veröffentlicht werden dürfen. Bitte unterschreiben, wir machen das ganz sauber. Danke, Werner.